in Europa, man merkt nicht, also wie die Zeit läuft. Ich kam als 25-26-jähriger junger Mann. Ich habe mehrere Jahre hier in Deutschland gelebt als in Äthiopien. Ich kam also direkt aus London. Ich war also 3 Monate ja, in London gewesen beim BBC. Vorher war ich in Holland, in Hilversum gewesen, ja, beim Radio Nederland. Ich kam nach Deutschland August 1976, aber ich bin seit 17. September als Deutsche Welle amharische Abteilung Mitarbeiter eingesetzt. Damals also gab es überhaupt keine Schreibmaschine, kein Computer. Computer ist überhaupt nicht bekannt damals. Es kam später in den 80er. Wir mussten also unsere Manuskripten also handschriftlich machen. Damals, Deutsche Welle war in Köln, sogar in Stadtmitte, in der Nähe von Neumarkt, also zerstreut überall, also die verschiedenen Abteilungen. Die amharische Abteilung und viele andere verschiedene Abteilungen waren da. Das war Büro. Dann 1980, also Oktober, wir sind in einem riesigen Gebäude in Raderberg-Gürtel eingezogen. 31 Etage hat also dieses Gebäude, aber leider mussten wir wegen Asbest verlassen. Dann, wir sind dann nach Bonn 2003. Morgen, wir kommen alle zur Arbeit, Kollegen, Kolleginnen. Eine bestimmte Zeit, dann haben wir ein Meeting. Ja, wir sprechen über die wichtigsten Themen. Wir diskutieren. Wir teilen also die tägliche Arbeit. Also ich mag also Wissenschaft sehr, Geschichte, Literatur, Sport. Also ich habe es alles auch gemacht. Und dann von den Zuhörern also war alles also gut angekommen. Ja, Ado Tekle ist eine Institution bei DW Amharisch. ሶስት ነገሮች አንደኛው ለብዙ ነገር ስሱ የሚሆንባቸው ጉዳዮች አሉ። ረጅም ጊዜ ያለምጣል ታሪካዊ ነገሮችን በጣም ይከታተላል ያስታውሳል። ተክሌ በዶቼ ቬለ ራዲዮ የአማርኛው ክፍል ውስጥ ለብዙ አመታት እንደመስራቱ የክፍሉ ምሰሶ ነው ብዬ ነው የምቆጥረው። ተክሌ ማለት ተንቀሳቃሽ ኢንሳይክሎፒዲያ ነው የምለው። እኔ ጆሮ ኮርኳሪ ስራዎቹን በጣም ያስደንቁኛል። ቃላቶቹ አዲስ ቴክኒካዊ ቃላቶቹን በጣም ያስገርሙኛል። መላ የምታውቃቸው ነገሮች ብዙ ነገሮች በጣም ይደንቁኛል። አንተ ማጣት ማለት ብዙ ነገር ማጣት ማለት ነው። ተክሌን ባጭሩ ለመግለጽ የክፍሉ ወይንም የኔ ማለት ይችላልው የአማርኛና የግዝ መስገበ ቃላት ነው። Jetzt ist Zeit, dass du deine eigenen Bücher anfängst zu schreiben. Ich möchte dir wirklich im Namen der gesamten Redaktion und auch von mir wirklich ganz, ganz herzlich Dankeschön sagen. Gott sei Dank bin ich gesund. Nicht zur Zeit, aber früher habe ich Sport betreibt. Ich habe also Fußball viele Jahre gespielt, ja. Für Deutsche Welle auch, ja, Deutsche Welle Mannschaft. Deutsche Welle hat gutes Ruf, ja, in Äthiopien. Ich habe es also schon in Addis Ababa mit Wissenschaft angefangen und dann am Ende auch mache ich also Wissenschaft und das macht also der Beginn und dann das Ende und das ist also sehr interessant. Ohne Burnout, dass ich also gesund, also mit Leib und Seele, dass ich also verlassen darf, also das bin ich glücklich, also muss ich sagen. Und ich vermisse also meine Kollegen und Kolleginnen. Alles hat also Zeit, muss ich also Zeit zu arbeiten und Zeit zu verlassen und Zeit zu ruhen.
Und ja, muss ich sagen, also mit Gelassenheit also verlasse ich Deutsche Welle.